Schmeckt wie Chili con Carne, nur halt eben vegan. Hallo zu Einfach Thermomix. Wir machen heute eines der beliebtesten Rezepte von ganz Cookidoo. Und zwar Chili con Grünkern. Eine vegane Variante sozusagen vom Chili con Carne. Als erstes brauchen wir Grünkern und zwar 130 Gramm. Deckel drauf und den Grünkern dann 5 Sekunden auf Stufe 8 schroten. Und den so gewonnenen Grünkernschrot, den füllen wir jetzt erstmal um. Aber ihr könnt den Thermomix natürlich generell auch nutzen, um euch Grünkernmehl herzustellen. Dann brauchen wir 130 Gramm Zwiebeln, schälen und einmal halbieren und dann ab in den Mixtopf. Dazu kommt eine Knoblauchzehe, dann eine rote Chilischote, getrocknet. Den Deckel wieder draufgeben und alles 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Alles einmal mit dem Spatel nach unten schieben und dann noch 20 Gramm Olivenöl hinzugeben. Deckel und Messbecher wieder draufsetzen und dann alles 3 Minuten bei 120 Grad auf Stufe 1 andünsten. Und zu unseren gedünsteten Zwiebeln und dem Knoblauch kommt jetzt der Grünkernschrot. Dazu noch einen Teelöffel Salz, 1 bis 2 Messerspitzen Paprika, rosenscharf, 5 abgezupfte Zweige Thymian, 1 Esslöffel Balsamico, 40 Gramm Tomatenmark, 500 Gramm Wasser, 1 Teelöffel selbstgemachte Gewürzbrühe oder 1 Teelöffel Gemüsebrühe. 500 Gramm passierte Tomaten aus der Dose oder ihr geht einfach hin, nehmt eine Dose, das sind meist 400 Gramm und dann noch 100 Gramm frische Tomaten. So braucht ihr nicht 2 Dosen aufmachen. Und zum Schluss noch eine rote Paprika, das sind ungefähr 200 Gramm, die einfach in Würfel schneiden und auch noch mit reingeben und dann wird gekocht. Und zwar bei 100 Grad 30 Minuten auf der Rührstufe. Zu unserem frisch gekochten Chili kommen jetzt noch die Kidneybohnen, eine Dose, das sind ungefähr 250 Gramm. Die Kidneybohnen haben wir natürlich schon abtropfen lassen, genauso wie den Mais, der kommt jetzt auch noch mit rein. Und zwar auch eine Dose, Abtropfgewicht sind da ungefähr 140 Gramm. Deckel ein letztes Mal oben drauf und dann wird alles 5 Minuten in der Rührstufe bei 100 Grad erwärmt. Wer möchte, kann das natürlich hier noch verfeinern mit ein bisschen Joghurt. Gibt es ja auch mittlerweile alles in der veganen Variante. Also eurer Kreativität und eurem Gaumen sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr habt es gesehen, Chili funktioniert auch ganz wunderbar ohne Karne, in dem Fall mit Grünkern. Es schmeckt sehr gut. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Wer keine Lust auf Chili hat, egal ob mit oder ohne Fleisch, guckt einfach mal in eins von den beiden Rezepten rein. Die sind auch super lecker. Oder ist nächste Woche wieder mit am Start, wenn es ein komplett neues Rezept gibt. Bis dahin, viel Spaß beim Durchstöbern der vorhandenen Videos und natürlich abonnieren nicht vergessen. Tschüss!